Oh nein, der Akku ist leer. Meine Lieben, guten Morgen. Die Melli ist total fleißig am Filmen und ich habe noch gar nicht gefilmt. Die Nacht war gut. Nie wieder Alkohol, auf jeden Fall. Erst und letztes Mal schon wieder. Jetzt werden wir gleich zurückkommen und ich habe eben gemerkt, dass mein Akku leer ist. Hallo meine Lieben. Es ist 12:30. Draußen ist ein sehr schönes Wetter. Deswegen habe ich mir überlegt, mit den Kindern spazieren zu gehen. Isel? Schuhe? Du kannst auch offene Schuhe anziehen, Schatz. Hast du keine Flipflops? Ich weiß nicht, wo die sind. Dann zieh die schwarzen Schuhe bitte an. Du wirst sowieso rumrennen. Oder die? Zieh die an, ja? Ich muss runter wegen Jan. Achille ist bei ihm, aber trotzdem. So. Selin hat Stiefel an. Noch Stiefel. Komm, Selin, wir laufen. Zum Spielplatz? Können wir auch machen, ja. Es gibt auch einen anderen da vorne. Den mag ich nicht so, Schatz. Der ist mir zu weit weg. Papa, ich hab die Stiefel. Komm, Gianni, nein, wir laufen. Gehen wir in die Richtung, Schatz. Selin, weg von der Straße. Willst du zu den Alpenspielplatz? Nee, wir gehen erstmal Richtung Felder. Isel, nimmst du... Was hat denn Selin Tür, dann? Nimmst du? Ich muss die Tür zumachen. Selin hat ja Gummistiefel. Hier, Papa, wo gehen die hin, ne? Auf die Felder, Schatz. Nein, Achille, kann dich nicht die ganze Zeit tragen. Du bist zu schwer für sie. So, meine Lieben, wir gehen jetzt, glaube ich, zu ein paar Felder. Gianni, das ist Liebe, hä? Huh? Gianni. Versuch ihn mal immer runterzumachen, dass er läuft, Schatz. Habe ich schon versucht. Selin, warte, Schatz. Links, rechts ist frei. Jetzt können wir rüber. Papa, aber hier laufen keine Tiere rein, gell? Nein, Schatz. Und dann ist tot. Aber es ist auch eklig. Denn das kann auf. Du musst laufen. Warum? Lauf doch mal ein bisschen. Du bist dick. Ist schon nicht schick. Du bist ein Pascha. Warum läufst du nicht? So, die Kinder spielen jetzt, Gott sei Dank. Super gemeinsam. Isel und Selin. Sorry, Isel und Acelia. Auch nicht. Also, Isel und Jan suchen Pilze. Es wurde schon gesagt, dass sie das nicht essen dürfen. Und Acelia, Selin suchen Marienkäfer. Guck da in die Büsche rein, Schatz. Oder hier an den Rändern von der Straße oder Gehweg. Landwirtschaftliches Fahrweg. Da vorne ist ein Stein, glaube ich, Schatz. Also die spielen jetzt ganz, ganz gut zusammen. Das passt. Ist auch sehr schönes Wetter. Hinten in der Ferne donnert es ein bisschen. Es kommt jetzt auch leicht kühler Wind. Okay, die Wolken sind auch ziemlich schnell unterwegs. Da sieht man, dass es ziemlich dunkel ist, die Gegend. Ja, also dahin sieht es wirklich nicht gut aus. Das heißt, so lange kann man auch nicht bleiben. Und da sieht man auch, wie schnell die dunklen Wolken in unsere Richtung kommen. Regen fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn es regnet. Aber das Donnern muss nicht sein. Wir sind hier auf freiem Feld. Ah, mit Patricia haben wir geredet. Es scheint sehr gut gelaufen zu sein. Sie hat sich auch sehr gut angehört, hat mit der Achille und Isel und Celi ein bisschen geredet. Ich denke, dass sie in 2 Stunden auch da ist. Bis dahin können wir hier verweilen, ein bisschen uns ausruhen. Ja, und müssen nicht zu Hause auf sie warten und langweilen. Dann können die Kinder sich hier beschäftigen. Dann freuen sie sich, wenn wir nach Hause gehen und die Mama da ist. Gianni, zeig dich mal. Guck mal, Baba. Gianni. Selin, du darfst rein, aber der Gianni nicht, Schatz. Ich zieh raus, dann, Schatz. Dann und out. Gianni, zeig dich mal. Mich. Wie siehst du, Selin? Nein, Schatz, du machst uns alle dreckig. Oh. Was hast du gemacht?
Jenny? Ja? Die schönen Klamotten. Nicht da rein. Jenny, nicht da rein. Du musst langsam machen und du darfst nicht springen, Celine. Milch! Das ist doch keine Milch. Ich frage Mama, ob ich jetzt dann essen darf. Ja, du kannst den letzten doch essen. Was hast du da? Wetter. Und warum bist du so dreckig? Wetter. Spielst du mit Wetter und Sand? Kann ich gleich holen, Schatz. Kannst du mir Wasser holen? Ich hole euch Wasser. Ihr nicht. Ihr seid mir zu dreckig. Okay. Gianni. Okay. Wasser. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich das hier mache. Es sieht so schön aus. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Gebet. Mama? Die Welt geht runter! Bitte geht die Welt runter! Also ich hoffe nicht, dass sie jetzt schon untergeht, Schatz. In die Felder bin ich zurückgegangen, leider. Ist hier sehr windig, wahrscheinlich ist der Ton deshalb nicht so gut. Ich stelle euch einfach hin und ja, wir gucken mal, wie wir das Ganze jetzt machen. Ich freue mich schon auf... So, also bislang habe ich aber noch keinen sehr Bekannten hier gesehen, weil es etwas schwierig ist, hier reinzukommen.